Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Frau Merkel droht im Namen Europas allen Parteien Sanktionen an, Sanktionen, namentlich das nicht mehr subventioniert werden von der Europäischen Union. Sie droht allen Parteien Sanktionen an, die im Wahlkampf und auch sonst Fake News verbreiten. Also nochmal, für die Langsamen unter uns. Frau Merkel, Vorsitzende der CDU, Kanzlerin, wir machen das Optimistin, wir schaffen das Optimistin, droht allen Parteien, die Fake News verbreiten, Sanktionen an. Ja, das ist so, als würde einer, der mit 100 durch die Innenstadt fährt, allen anderen, die mit 50 herumschleichen, mit dem Entzug des Führerscheins drohen. So ungefähr. Also Frau Merkel ist wirklich die Königin der Fake News. Und ich finde das nicht weiter schlimm, das ist eben Teil der Politik. Aber sie hat wirklich die Courage, oder wie sie immer sagt, Mut und Courage. Sie hat wirklich Mut und Courage, allen anderen mit Sanktionen zu drohen. Ich weiß nicht, ich habe keinen Begriff dafür. Deutscher Größenwahn, deutsche Überheblichkeit, deutscher Sonderweg, deutsches Gagatum, ich weiß es nicht. Aber es war schon wirklich sehr gewagt, was sie da sagte. Und das war noch nicht alles. Sie bezog sich auf den Wahlkampf, der nächstes Jahr im Mai, glaube ich, stattfinden wird, bei den Wahlen zum Europaparlament und sagte, das ist eine so schicksalshafte Wahl. Und es kommt bei dieser Wahl auf alles an. Und dann sagte sie, wir sind 450 Millionen Europäer. Und für mich klang das so, als wollte sie sagen, und alle hören auf mein Kommando. Und dann sagte sie, und wir sind immerhin, fröhlich, 6% der Weltbevölkerung. Ich meine, wenn man irgendwie 3 oder 4 oder 5 afrikanische Diktaturen zusammenzählt, dann sind die gleich 10 oder 15% der Weltbevölkerung. Und hier gibt unsere Kanzlerin eine Riesenwelle damit an, dass wir 6% der Bevölkerung sind. Übrigens, teure Angela, um 1900 waren wir noch 20% der Weltbevölkerung. Ja, und dann haben einige wirklich eine Riesenwelle angegeben und gedacht, sie könnten den Lauf der Welt bestimmen. Und heute sehen wir, was daraus geworden ist. Unter anderem die Kanzlerschaft von Angela Merkel.